Mario, du darfst jetzt nicht aufgeben. Du hast doch mehr Kraft als der Schiebemax, oder? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonder hier auf Katze. Wir sind unterwegs in das nächste Level hier in der wolkenlosen Wüste. Und das soll dieses hier sein. Oh, Moment, alles gut? Ich habe die Brücke repariert. Jetzt ist sie stabiler als vorher. Also keine Sorge, überquert sie ruhig. Ja, genau, das haben wir bereits getan. Hier gibt es bestimmt auch noch links und rechts was Geheimes, oder? Ja, schaut mal, hier ist ein Geheimgang. Und? Oh, da ist was. Gleich mal was Neues in... Wo sind wir denn jetzt? Oh, das ist Welt 5, okay. Wo bin ich? Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich an diesen gruseligen Ort gelandet bin. Nicht, dass ich mich etwa fürchten würde. Ein Kapitän kennt keine Angst. Stimmt doch. Richtig, die hier sind für euch. Ich habe nämlich 50 Blumenmünzen gefunden. Hoffentlich können die euch bei eurem Abenteuer helfen. Viel Glück! Dankeschön, Kapitän Toad. Dann mal weiterhin viel Erfolg. Wir werden uns früher oder später wiedersehen. Okay, zurück hier in Welt 4. Welt 5 haben wir ja noch nicht offiziell erreicht. Und was sagst du? Oh, bedeutet das etwa, dass die Brücke repariert ist? Da blühe ich ja vor Freude förmlich auf. Jetzt kann ich mir endlich die Ninji-Tänzer ansehen. Wie? Ihr wart schon bei den Ninjis? Und habt ihr mit ihnen unter dem Hügel hinter der Oase getanzt? Oh, und ein Rhythmus-Sprungabzeichen habt ihr ja auch schon. Klasse, meine Anstrengungen sind bisher im Sand verlaufen. Ich brauche einfach nur mehr Übung beim Tanzen. Das schaffst du schon. So, aber jetzt Schluss mit lustig. Die Schiebemax-Rätsel, die Geheimgänge. Es geht von A nach B hier in der Wüste. Was ist das? Etwas zum Verschieben? Hau ruck! Und wumms, einmal nach unten gelandet. Vorsicht. Oh, da sind sie, die Schiebemäxle. Heißen die sogar so Schiebemax? Die können wirklich eher aus dem Pilzkönigreich entsprungen sein. Vielleicht fast schon untypische Blumenkönigreich-Gegner. So, ja, dem drücken wir das gleich entgegen. Kleinen Moment. Oh, Elefant! Wowie, sowie! Jetzt, bitteschön. Wer ist stärker? Na komm. Und? Komm, ich gebe dir eine Chance. Oh, nicht schlecht. Aber jetzt zeige ich dir, dass ich der Stärkere bin. Und das war's für dich. Und somit kann ich jetzt durch diese Tür. Gerade noch so reingekommen als Elefant. Ui, was ist das für ein komischer Raum? Was ist hier zu tun? Das bringt... Oh, eine goldene Röhre, okay. Und die wiederum führt uns in den Vordergrund. Wie cool. Hallo, ich bin's, Mario. Ah. Aha, einmal zur Seite geschoben und wir wissen nun, wo die versteckte Tür ist. Wir können also einmal da nach oben springen und durch die Tür laufen. Alles klar. Das machen wir direkt. Gerade noch so mit dem Elefantenpopo durch die Tür gekommen. So, was haben wir hier Schönes? Nochmal die Elefantenfrucht. Nehme ich gleich mal mit. Dann habe ich zwar nämlich mehr den Bohrerpilz, aber der ist hoffentlich gar nicht so wichtig an dieser Stelle. Oh, das müssen wir auffüllen, oder? Das machen wir mal. Scheint ein Rätsel zu sein. Das gleiche passiert hier auf der rechten Seite. Hier mit dem Deckensprung finden wir leider nichts, aber da ist noch ein Zehner. Den sollten wir zuvor mal holen. Mit einem schönen Upsala-Wandsprung? Gar kein Problem. Oh! Zwei Rüsselschläge braucht er, damit wir ihn besiegen können. Dann drücken wir das mal da rein. Und, was passiert? Eine neue Tür. Du hast geläutet? Jetzt gibt es zwei Türen. Welche nehme ich? Ich probiere mal die erste Tür. Guck mal, wo... Oh, eine Wunderblume. Sehr schön. Dann nehmen wir die gleich mal auf und gucken, was passiert. Oh, oh. Da ist der Gegner ja voller Wunder. Eine goldene Bowser-Statue. Wie cool. Okay, was passiert jetzt? Gar nichts. Wir kriegen ein Power-Up. Oh, Achtung. Das schieben wir ihm entgegen. Der ist stärker. Nein.
Nein, ich werde zerquetscht! Oh, oh. Hey, Moment, Moment. Das ist unfair. Kann ich da nicht... was? Unfair. Schade, Schokolade. Okay, das probieren wir gleich noch einmal. Diesmal werde ich aber von Anfang an dagegen drücken. Vielleicht kriege ich dann was oder es kommt irgendwas, was mich rettet, was auch immer. Das vermute ich jetzt mal. Da gab es doch in Yoshi's Island schon damals diese Zaubervase. Wenn man die von Anfang an gedrückt hat, dann hat man direkt gewonnen. Egal, wir gucken einfach mal. Ja, ja, komm her, komm her. Diesmal drücke ich gleich entgegen in der Hoffnung, dass irgendwas oder irgendjemand kommt. Wie kann man dieses Rätsel lösen? Ist man stärker, wenn es mehr Spieler gibt? Das heißt, wenn man zu zweit, zu dritt oder zu viert spielt und alle dagegen drücken? Schon, oder? Wir warten mal ab. Vielleicht passiert was. Da schreit jemand. Hey! Boah, vielleicht sieht's gut aus. Ja, da ist jemand. Ich brauche deine Hilfe. Schnell! Ja, dann komm und hilf mir! Bitte! Ja, hier drüben. Komm zu mir! Wo hier entlang? Da ist doch kein Eingang. Ein Pilz, der bringt mir jetzt auch nicht viel. Hä? Wie soll ich da durchkommen? Keine Ahnung. Wir lassen das erst einmal und ich beende das Level normal. Ich komme aber in das Level später nochmal zurück, weil die einzige Idee, die mir jetzt noch kommt, ist, mit dem Bohrer-Pilz unter der goldenen Bowser-Statue hindurch zu graben. Um ihr auszuweichen. Könnte das funktionieren? Was meint ihr? Könnte schon sein. Oh, und hier eine zerbrochene Tür. Zumindest die Hälfte einer Tür. Die andere Hälfte ist da oben. Was hier zu tun ist, ist, glaube ich, ganz einfach, nicht wahr? Also erkennt ihr selbst. Gar nicht so schwer. Da kann man sogar nichts falsch machen, egal wie man die Blöcke hier verschiebt. Also entweder es geht mit dem Bohrerpilz oder aber es klappt irgendwie mit mehreren Spielern. Das wäre jetzt mal eine Idee von mir. Vielleicht habt ihr eine Idee oder wisst, wie man sogar dieses Rätsel mit dem goldenen Bowser lösen kann. Fühlt euch frei, das gerne in die Kommentare zu schreiben. Aber ich guck mal. Vielleicht habe ich ja recht mit meiner Vermutung. Und ich komme da mit dem Bohrerpilz einfach an der goldenen Statue vorbei. Mehr scheint es hier erst einmal nicht zu geben. Das heißt, Mario darf sich nun Richtung Tür bewegen. Und dann schauen wir mal, wohin der Weg uns führen wird. Oh ja, da müssen wir wieder feste drücken. Moment, nicht so schnell, mein Freundchen. So, wir schieben das gleich wieder zurück. Weil ich würde behaupten, dass dieses grüne Element, dieser grüne Kasten, hier reingeschoben werden muss. Ja, da leuchtet auch schon was. Da wird sich ein Geheimnis verbergen. Und? Es passiert... Oh, eine goldene Röhre, okay. Wohin bringt sie uns? In den Vordergrund. Und was machen wir jetzt hier? Wir schauen uns das Level von Weitem an, sozusagen. Oh, da ist das Ziel. Interessant. Hey! Hey! Was machst du denn da drüben? Wo ich hin will? Das weiß ich selbst noch nicht. Ich schaue mich hier ein wenig um. Aha. Ein versteckter Ausgang. Ein Secret Exit. Interessant. Wir können also zu einer anderen Zielflagge, um dann eben ein alternatives Ende zu finden. Sehr, sehr cool. Ja, den lassen wir einfach da in Ruhe. Springen weiter. Haben es geschafft. Wunderbar. Und bekommen jetzt wahrscheinlich den dritten Wundersamen. Das ist tatsächlich der einzige, den ich jetzt in diesem Level gefunden habe. Der zweite ist das normale Ende. Und der erste, naja, der versteckt sich bei der goldenen Bowser-Statue. Aber das testen wir nachher mit dem Bohrerpilz. Oh, ist das der Weg zur Spezialwelt? Könnte sein. Ein Himmel voller Balloons. Okay, das klingt interessant. Luigi, bist du bereit für dieses Level? Zeig mal, was du drauf hast. So, dann gucken wir mal, was wir kriegen. Bohrerpilz wäre optimal. Das will ich jetzt timen. Ah, oh, nicht ganz. Wowie zowie. Nicht so schlimm. Wir haben nochmal die Chance. Hoffentlich. Wenn nochmal so ein Item kommt. Ansonsten kann man sich diese Pilze und alle anderen Items, Gegenstände, die man braucht, schnell in diesen Kampfleveln holen.
Ihr wisst ja, wo man zu Beginn alle Items zur Verfügung gestellt bekommt, um dann in einer kurzen Zeit möglichst alle Gegner zu besiegen. Klasse! Da oben, goldene Röhre, da muss ich rein. Und es klappt, super. Was gibt es hier zu entdecken? Gar nichts? Doch, es geht hier runter. Und ich glaube, diese Ballons versuchen mich zu den Stacheln zu schubsen. Aber als Elefant kann ich hier mit dem Rüssel einfach alle Ballons schnell kaputt machen. Okay, das war gar nicht so schwer. Zugegeben, mit der Fähigkeit nicht schwer, ohne Fähigkeit wahrscheinlich schon ein bisschen holprig. Und Wundersamen! Oh, wow! Was ist denn hier los? Okidoki. Wir springen und reiten auf einem riesigen Ballon. Na, hoffentlich hält er uns, bis wir am Ziel sind. Nicht, dass er vorhin keine, also vorher keine Luft mehr hat. Okay, okay, jetzt geht es nach oben. Interessant. Luigi darf immer diese Luftwundersamen machen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie ergibt sich das immer, dass ich mit Luigi Wundersamen einsammle, wo er irgendwie durch die Lüfte gleitet, herumspringt, herumfliegt. Ich denke da an das Gewitter. Ich denke da an den freien Fall von Luigi. Sehr lustig. So, jetzt hier hinter den Wolken ist da noch was? Ja. Eine Blumenmünze war da noch. So, jetzt nochmal eine Chance, einen Bohrerpilz zu ergattern. Für dieses eine Level. Achtung. Im richtigen Moment. Jetzt. Ja. Sehr gut. Und wir tauschen gleich, damit ich das links oben für den Fall der Fälle aufgehoben habe. Das heißt, selbst wenn mich ein Gegner berührt, passiert mir nichts. Und diesen Pilz setze ich erst ein, wenn wir bei dem goldenen Bowser sind. Das will ich unbedingt testen. Das wird auf jeden Fall die Lösung sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir werden sehen, wenn wir dann an der sogenannten Stelle wieder stehen dürfen. Okay. Ich glaube, wie es scheint, ich muss da nach oben. Das ist nur so eine kleine Absicherung für mich. Sollte ich herunterfallen. Zumindest für den ersten Bereich scheint das eine Absicherung zu sein. Nein! Na toll. Auf ein neues! So, So, da geht es ganz schön tief runter. So, ganz vorsichtig. Von A nach B. So, jetzt nach oben mit uns. Okay. Einen versteckten Block gefunden, der mich in Anführungszeichen aufgehalten hat. Aber gut. Dieser Deckensprung ist schon sehr praktisch. Oh, das sieht nach Ziel aus. Oder? Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja. Wunderbar. Wir haben das Level abgeschlossen. Alles gefunden und zusätzlich dazu haben wir noch den Bohrerpilz in der Tasche. Meine Lieben, wie kann es besser sein? Bye. Mach's gut. So, jetzt Achtung. Es geht weiter. Nächster Abschnitt. Oh, da gibt es ein neues Abzeichen. Unsichtbarkeit 1. Wow, das klingt doch nach einem Toadette-Abenteuer. Los geht's, Toadette. Zeit, sich unsichtbar zu machen. Deine Spielfigur ist nicht mehr zu sehen und kann daher auch nicht mehr von Gegnern aufgespürt werden. Das wäre doch mal die Challenge. Oh, man kann mich trotzdem noch sehen. Ich wollte gerade sagen, das wäre doch die Challenge schlechthin. Also die Herausforderung, dass man das ganze Spiel unsichtbar durchspielt. Zumindest ab diesem Zeitpunkt, denn vorher hat man ja dieses Abzeichen nicht. Interessant. Oh, an manchen Stellen sieht man mich dann nicht. Nur wenn es eine Fassade gibt. Eine Hausfassade. Jetzt hier, diese Burg im Hintergrund. Wenn im Hintergrund einfach nur der Horizont zu sehen ist, so wie jetzt, dann sieht man mich nicht. Man sieht dann nur diese Staubwolken vom Laufen. Oder wenn ich mich drehe. Okay, fantastisch. Ich sollte aber sehr vorsichtig sein. Oh ja, oder wenn ich eine Vase trage, dann kann man auch erahnen, wo ich mich gerade aufhalte. Wo ich gerade stehe. So. Was? Mit der Vase kann ich nicht aufmachen? So, aber hier mit den Galopteros. Ja, genau. Die Drehung sieht man auch. Achtung. Ist gar nicht so einfach, als unsichtbare Toadette zu spielen. So, Flagge berühren. Für den Fall der Fälle sollte ich abstürzen. Und die Vase behalte ich so lange wie möglich in der Hand, um einfach gut sehen zu können, wo ich mich gerade aufhalte.
Für euch ist es ja genauso spannend wie für mich. Denn so wissen wir alle, wo wir uns gerade aufhalten. So, und du kannst jetzt einmal hier die Ziegelsteine bitte kaputt machen. So. Leider gegen den Galopterus geworfen. Aber zumindest habe ich jetzt alle lilafarbenen Münzen. So, dann holen wir uns nochmal eine Vase. Und jetzt komm hierher. Den habe ich ganz fies angelockt. Wir stehen auf ihn, springen ab und haben es irgendwie geschafft. Und für den Fall, dass ich im Ziel bin, so wie er jetzt, dann bin ich wieder sichtbar anscheinend. Dann lege ich mein Abzeichen mal ganz kurz ab. Okay, spannende Herausforderung. Und es war der erste Test. Es gibt also noch mehr Tests wahrscheinlich, oder? Und, oh, das muss der Weg in die Spezialwelt sein. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Oh ja, genau. Mach das unbedingt, Prinz Florian. Wisst ihr was? Vielleicht, also kann ich mir nicht vorstellen, aber nur für den Fall der Fälle. Durch die Unsichtbarkeit könnte ich ja auch praktisch hindurchlaufen, durch die goldene Statue von Bowser, oder? Wir probieren das mal. Das heißt, wir haben jetzt zwei Sachen. Wir haben die Unsichtbarkeit und wir haben noch den Bora-Pilz. Beides testen wir aus, um an der Bowser-Statue vorbeizukommen. Okay, ich werde jetzt natürlich die ganzen Rätsel nicht nochmal lösen, sondern ein bisschen schneller durch das Level laufen. Leider jetzt unsichtbar. Ich hoffe, trotzdem mindestens genauso spannend für euch und nicht ganz so verwirrend. So, in den Vordergrund muss ich nicht laufen. Ich weiß, dass sich die Tür dahinter verbirgt. Genau, die habe ich sogar gefunden und erreicht. Und jetzt sind wir sogar schon fast an der Stelle. Wir müssen noch diese Blöcke verschieben. Und dann ist es soweit. Dann kommt die goldene Bowser-Statue. Macht euch bereit. Jetzt bin ich gespannt. Reicht es aus, unsichtbar zu sein? Und wenn nicht, hilft mir dann der Bora-Pilz dabei? Den nutze ich gleich mal. Jetzt bin ich gespannt. So, Achtung. Werden wir das Rätsel jetzt lösen? Ich denke schon. Na, komm her. So, ja, ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Mach schon das Tor auf. Ich kann teilweise schon da durch, oder? So. Und? Schiebst du schon? Was? Der kann mich da durch... Ich kann nicht durchlaufen. Seht ihr das? Ich kann nicht durchlaufen. Und selbst unter der Erde mit dem Bora-Pilz komme ich nicht durch. Nein! Oh, wow. Okay. Interessant. Dann erstmal raus aus dem Level. Ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Vielleicht fehlt uns ein Abzeichen. Ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man durch dieses... Ja, durch diese Bowser-Statue hindurchkommen soll. Die einzige Idee, die ich noch habe, ist A, es gibt noch ein Abzeichen, das mich irgendwie stärker macht. Oder B, man muss das mit Freunden zusammenspielen, mit der Familie, damit mehrere Charaktere, sofern das geht, diese Statue drücken und bewegen. Spezialwelt! Okay, hier geht's dann auf jeden Fall weiter. Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video. Da spielen Mario und Luigi mit Pokémon-Karten. Das wird euch gefallen. Bleibt katztastisch!